Morgen, Leute da draußen, herzlich willkommen auf ein neues Video und heute gibt es Halloween-Kostüme und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo dafür mehr weitere Videos und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Video mal an. Und zwar, Leute, sind es diesmal 10 Halloween-Kostüme, die mein Bruder aus Internet gesucht hat und ich werde sie jetzt von 1 bis 10 bewerten und ja, 1 ist sehr schlecht und 10 ist sehr perfekt und ja, kommen wir auch zum ersten Bild. Oh mein Gott, schon direkt ein Killer-Clown oder ein Clown. Und ja, es gibt noch krasseren Clowns, Leute. Also ich habe noch krasseren gesehen, aber der ist auch geil. Und ja, ich gebe den 8 Punkte. Ich wünschte, ich könnte auch ein Kostüm anziehen. Aber ich feiere ja kein Halloween und ist bei uns auch verboten. Und ja, den Kostüm feiere ich. 8 Punkte. Aber ich hoffe, es gibt noch krasseren. Kommen wir auch zum nächsten Bild. Okay, auch ein Killer-Clown. Zum Glück ist der schon geil. 10 Punkte. 10 Punkte. Der ist geil. Okay, der ist cool und gruselig. Wenn ich den mit Ballons einfach nur die ganze Zeit so stehen, 1-2 Stunden einfach nur so stehen, nicht mal eine Bewegung machen, im Halloween sehe, boah, dann raste ich aus. Dann renne ich um mein Leben weg nach Hause. Und ja, kommen wir auch zum nächsten Bild. Okay, bei Frauen passt das nicht perfekt. Tut mir leid an alle Frauen, wenn die so ein Kostüm anziehen. Ja, tut mir leid, aber bei Frauen passt das nicht perfekt. Also für mich ist das so. Bei Männern passt das perfekt, wenn die so ein Killer-Clown-Kostüm anziehen. Kommen wir auch mal zum vierten Bild. Oh mein Gott, Sav, Leute. Kennt ihr Sav, S-A-W, der entführt die Leute und dann müssen die Leute Aufgaben machen, damit die nicht sterben. Die Aufgaben sind auch gruselig, wie zum Beispiel seine eigene Hand schneiden, den anderen killen und so. Hat nur mit Blut zu tun. Ich weiß, es ist fake, aber sieht so krass aus. Und ich weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Egal. Kommen wir auch zur nächsten Bild. Okay, Leute, dieser Kostüm ist auch geil. Und ja, ich wünschte, ich könnte auch Kostüme anziehen. Egal. Ist ja für uns verboten. Und ja, für den gebe ich 5 Punkte. Ja. Kommen wir auch zum nächsten Bild. Ja, den gebe ich jetzt 5,5 Punkte. Und ja, also es könnte noch besser werden. Also für mich ist das so, das könnte noch besser werden, Leute. Und ja, bald mache ich auch einen Halloween-Vlog, wie ich da rausgehe. Ich hoffe, es klingelt keiner bei mir wegen Süßigkeit und so, Leute. Weil letztes Jahr war es übertrieben. Da kam sogar noch Polizei bei uns. Weil die ganze Zeit wollten jeder Süßigkeiten, auch von uns, auch von unseren Nachbarn. Die haben sogar Süßigkeiten geholt und dann klingeln die nach 5 Minuten später. Süß oder saures. Und es waren die gleichen Kinder, Leute. Das war die ganze Zeit so. Und bei uns auch. Wir haben die ganze Zeit gesagt, wir haben keine Süßigkeiten. Weil bei uns ist auch eine Sünde und verboten, die Leute Süßigkeiten zu geben an diesem Halloween-Tag. Ja, aber trotzdem klingeln die und am Ende muss zur Polizei kommen. Kommen wir auch zum nächsten Bild. Und ja, also, wie soll ich das sagen? Ich finde nicht so Kostüme geil. Also, warum hat der jetzt diesen Kostüm angezogen? Oder die? Ja. Warum? Egal. Kommen wir auch zum nächsten Bild. Und den gebe ich 2 Punkte. Ey, ist das echt oder fake? Eine Biene? 0 Punkte. Wie kann es sein? Letztes Mal bei Halloween-Kürbisse habe ich auch 0 Punkte gegeben. Das kann nicht wahr sein, dass ich hier auch 0 Punkte gebe. 0 Punkte. Der vergleicht sich als eine Biene im Halloween. Also im Halloween, wie ich es verstehe und wisse, da verkleiden die Leute nur als gruselige Sachen und nicht so als Tier. Bruh. Kommen wir auch zum vorletzten Bild. Tut mir leid, dass das Video so kurz geworden ist. Aber ich mache so schnell. Aber sowieso,
nach diesem Bewertungsbild, damit Kostüme und Kuchen und sowas bald rauskommen, nach das kommt noch schönere Video und noch langere Video. Kommen wir auch zum vorletzten Bild. Den gebe ich 8,5 Punkte. Und ja, ah, Leute, sogar mein Teddy, den ich an meinem Geburtstag geschenkt bekommen habe, ist auch neben mir. Brr, wie das aussieht. Ja, leider sieht man seine Ohren fast nicht. Kommen wir auch zum letzten Bild. Tut mir leid, dass mein Teddy nicht so gruselig aussieht. Könnte passen. Hätte ich den jetzt angemalt und Maske angezogen, dann hätte es perfekt zu Halloween gepasst. Kommen wir auch zum letzten Bild. Du kannst wieder weggehen. Okay, Leute, das ist auch schön. 10 von 10 Punkte gebe ich. Ja, das ist auch schön.